Bei mir jetzt in der Leitung ist Mario Nemetz von der Pressestelle der Polizei in Kärnten. Ein schrecklicher Unfall schockiert ganz Kärnten, ganz Österreich kann man sagen. In St. Veit kommt es zu einem tödlichen Zusammenstoß. Was ist denn genau dort passiert? Nachdem der 48-jährige Mann in den Gegenverkehrsbereich gekommen ist, ist er dort frontal gegen ein Cabrio gestoßen und dabei wurden insgesamt 4 Personen verletzt. Das Dramatische dabei ist natürlich, dass ein 9-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Feldkirchen dabei auch getötet worden ist. Sie haben gesagt, verletzt. Sie sind erst verletzt worden und dann auf der Stelle gestorben. Wie dramatisch muss man sich so einen Zusammenprall vorstellen? Wie schnell waren die Autos unterwegs? Warum hat das so eine fatale Folge? Ja, die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall, die laufen natürlich noch auf Hochtouren. Derzeit können wir nicht genau feststellen, woran der Unfall gelegen hat. Auf alle Fälle hat sich natürlich für die Einsatzkräfte ein Bild des Schreckens dargestellt. Es war eine wirklich große Unfallstelle, das heißt, die Trümmer der Fahrzeuge sind bis zu 100 Meter entfernt noch zum Liegen gekommen. Wie muss man sich diesen Einsatz vorstellen? Da waren ja nicht nur die Polizei vor Ort, sondern natürlich auch Notärzte, Rettung. Eine Person wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, dann hat man die Straße gesperrt. Wie viele Einsatzkräfte waren dort vor Ort und welche Feuerwehren waren dann auch, sind dann alarmiert worden? Das muss ich jetzt kurz nachlesen. Ja, das muss man sich so vorstellen, also sofort nach dem schweren, tragischen Verkehrsunfall hat ein Zeuge natürlich die Rettungskette alarmiert. Es waren dann doch ganz rasch mehrere Notarztwagen vor Ort, dann bis zu 5 Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, also da waren rund 100 Einsatzkräfte, sind da im Einsatz gestanden. Jetzt musste auch die B317 komplett gesperrt werden, weil ja auf beiden Fahrstreifen sozusagen sich der Unfall verteilt hat. Kann man schon wissen, wie das dazu gekommen ist? Sie haben vorher gesagt, beim Überholen, aber wie kommt man auf die Gegenfahrbahn? Zeugen haben ja auch gesagt, er hat eventuell schon ein Auto davor gestreift. Wie konnte er die Kontrolle über seinen Wagen verlieren, dieser 48-jährige Mann, und der dann in den Cabrio gefahren ist? Ja, die B317, also die Friesacher Bundesstraße, ist in diesem Bereich, wo sich der Unfall zugetragen hat, vierspurig und zwischen den Fahrtrichtungen ist keine bauliche Trennung. Das heißt, durch das vermutliche Überholmanöver ist er einfach zu weit in den Gegenverkehrsbereich gekommen und ist dort eben gegen dieses Cabrio gestoßen. Aber das werden noch die genauen Ermittlungen ergeben. Jetzt gibt es einen 13-Jährigen, der auch in dem Fahrzeug war, der mit schweren Verletzungen überlebt hat. Weiß man denn schon, wie es dem 13-jährigen Buben jetzt geht? Ja, der 13-jährige schwerstverletzte Bub wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten bzw. geborgen und ist dann im Anschluss sofort eben aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht worden. Derzeit wissen wir aber nicht, wie es dem Bub geht. Natürlich, mein Mitgefühl ist mit den Angehörigen der Opfer. Aber es ist schon furchtbar. Was denkt man da als Polizist, wenn man zu so einem Einsatzort gerufen wird? Einerseits muss man das natürlich auch professionell abarbeiten, aber natürlich geht es jeden einzelnen Polizisten, aber natürlich auch Feuerwehrmann, Ärzten, Sanitätern natürlich nahe, speziell auch wenn Kinder betroffen sind. Also wir versuchen den Einsatz immer so professionell wie möglich abzuarbeiten.